möchte gerne einsteigen in diese Diskussionsrunde mit dem Thema Daten. Das ist ja heute in ganz vielen Kombinationen aufgetaucht, dieses Wort. Daten als Rohstoff des 21. Jahrhunderts. So hat es die Kanzlerin heute Morgen gesagt. Sie haben jetzt darauf auch wieder angespielt. Es ging um Datensicherheit, um Datenschutz, auch um Datenrecht. Herr Weinhardt hat das heute Morgen angesprochen, Datensouveränität. Sie hatten das eben auch nochmal genannt. Ich würde gerne als erstes eben darüber sprechen, einerseits, wie können wir sicherstellen, dass möglichst viele Zugang zu diesen Daten haben, genauso wie Sie es eingefordert haben. Wie können wir auch das Potenzial nutzen, um zu verhindern, dass die Daten monopolisiert werden? Das werden wir später auch noch ein bisschen aufgreifen. Gleichzeitig die Frage nach dem Datenschutz. Welche juristischen Schranken gibt es da, die Zugang zu den Daten behindern? Und wie ist da die Interessenabwägung vorzunehmen zwischen Datenzugang und Datenschutz? Und zum Schluss würde mich auch noch interessieren, wie sieht es denn technisch aus bei uns? Haben wir überhaupt die technischen Möglichkeiten, technische Lösungen für den erforderlichen Datenschutz? Sind wir da aufs Ausland angewiesen? Schaffen wir das selber? Haben wir die notwendige Kompetenz dafür? Ich bitte um Wortmeldungen. Herr Marquardt. Ja, ich beginne gern und fange vielleicht bei Ihrem letzten Punkt an. Wir bei dem technischen Punkt, den Sie gerade nannten, warum fange ich gern bei dem an? Da greife ich auf, was Frau van Delden sagte, wir müssen ins Doing kommen, weil über diese abstrakten Fragen, da haben wir sehr viel schon gehört, nicht nur heute, es gibt eine Flut von Papieren, die sich genau mit dieser Ebene befassen. Und ich würde gerne einfach mal von der Umsetzungsebene an die Sache herangehen. Ich glaube, wenn wir über offene Daten reden, dann müssen wir auch über Strukturen reden, um eine, jetzt sage ich mal, im Wissenschaftssystem nationale Infrastruktur für Forschungsdaten aufzubauen, die von vornherein darauf ausgelegt ist, dass wir nicht eine Fragmentierung nach, jetzt sage ich mal, Bundesländern, Disziplinen oder Institutionen haben, sondern die tatsächlich diese übergreifende Nutzung, Nachnutzung von Daten unter Sicherstellung all dieser Punkte, die Sie nannten, auch ermöglicht. Auch das eine Forderung, die nicht neu ist. Wo sind die Hemmnisse, glaube ich? Die Hemmnisse, die liegen gar nicht so sehr bei den Punkten, die Sie nannten. Die liegen, glaube ich, darin, diesen Prozess zu organisieren. Das muss ein Bottom-up-Prozess sein. Wir müssen das Beharrungsvermögen der einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler überwinden. Und wir müssen letztlich auch eine indirekte Koordination und Steuerung hinkriegen. Ja, das wird nicht top-down planbar sein, aber es wird auch nicht bottom-up alleine erwachsen können. Top-down geht mit Anreizen, mit Steuerungsmechanismen. Ich möchte eher noch mal kurz den Punkt bottom-up angehen und das vielleicht verbinden mit dem Thema E-Science im Weiteren, weil Daten in der Wissenschaft heißen letztlich auch die Digitalisierung der Forschungsprozesse selbst herbeizuführen. Und da kann ich den Bogen zu Herrn Achat schlagen, der ja von digitaler Transformation eines Unternehmens sprach. Ich glaube, wir müssen auch eine Digitalisierung und eine Transformation der Forschungseinrichtungen, der Hochschulen im Forschungsprozess hinkriegen. Und wir müssen, um es zu schaffen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, glaube ich, in erster Linie davon überzeugen, dass sie dadurch einen Mehrwert haben. Ja? Also das ist nicht so einfach, weil die machen in der Regel, wenn sie erfolgreich sind, einen guten Job, ja, und sind in dem Coffin Corner, wie wir gelernt haben, ja, hoffentlich, nämlich an dem optimalen Punkt unter den heutigen Randbedingungen. Aber es ist klar, dass wir Produktivität, Qualität, Originalität, aber auch Integrität der Forschungsprozesse verbessern können, wenn wir denn die Transition nach E-Science hinkriegen. Und das müssen wir, glaube ich, vermitteln auf der Ebene der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, damit es zu dieser Bottom-up-Bewegung kommt, die ich für essentiell halte, um sich mit Fragen zu beschäftigen, die Sie gerade aufgeworfen haben. Wenn wir nämlich keine Forschungsdateninfrastruktur haben, dann ist alles andere auch eine Diskussion im Abstrakten und ich möchte ins Praktische kommen. Das wollen wir, glaube ich, alle. Herr Wittkamp. Da kann ich mich direkt anschließen. Ich denke aber, dass diese wichtige Diskussion um Daten noch ein Stück früher ansetzt. Wir sprechen ja sehr stark von Datensparsamkeit in unserer Umgebung und wir haben heute, glaube ich, sehr klar herausgearbeitet, dass Daten einen großen Wert haben. Insofern brauchen wir eher ein Denken von Datenreichtum und es ist nicht in jedem pragmatischen Geschäftsmodell möglich, von vornherein zu sagen, wofür man die Daten braucht, was aber heute
zumeist gefordert wird. Insofern, wenn wir in Richtung eines Datenreichtums arbeiten wollen, müssen wir mit dem Thema Datenschutz natürlich in einer anderen Form balanciert umgehen. Die Kanzlerin hat heute gesagt, und ich stimme dazu, dass wir sehr froh sind, dass wir diese Datenschutzgrundverordnung auf der EU-Ebene vorangebracht haben. Und sie möchte jetzt nicht, dass jedes Land sie neu interpretiert. Auf der anderen Seite würde ich schon die Forderung stellen, dass wir die Flexibilität dieser Datenschutzgrundverordnung nutzen, um eine Kultur des Datenreichtums auch zu fördern und nicht nur der Datensparsamkeit und vor allem eher Technologie einsetzen statt Regulierungen, um mit dem Datenschutz umzugehen. Letzten Endes, wenn wir die Daten haben, brauchen wir natürlich Plattformen, in denen wir sie teilen können. Stimme ich dem Herrn Achatz zu und begrüße jede Initiative, Plattformen zu schaffen, die über Open Data hinaus vielleicht auch Unternehmen erlauben, Rechte an Daten zu behalten und das fein granular zu steuern. Wir müssen allerdings sehr breit schauen, was die richtigen Plattformen sind. Ich glaube, wir brauchen eine sehr schnelle, pragmatische Diskussion, welche Plattformen für welches Thema wir vorantreiben wollen. Industrial Data Space in Industrie 4.0, wir brauchen das im Gesundheitssystem, wir brauchen das im Finanzsystem und bei anderen auch. Und wir dürfen dabei auch neueste Entwicklungen in der Technologie nicht verpassen. Ich weiß nicht, wie viele sich hier in dem Raum schon mit dem Thema Blockchain beispielsweise befasst haben. Das ist die Technologie, die unter Bitcoin liegt, die eben erlaubt, eine Plattform zu schaffen im Internet, ohne eine zentrale Kontrollbehörde. Man dann auch Daten teilen kann, ein hohes Maß an Transparenz schaffen kann. Und ich vermisse noch eine sehr agile Diskussion in Deutschland, wie wir solche Plattformen für uns nutzen können. Ich würde gerne drei Punkte aufgreifen. Das eine ist, dass wir über offene Daten sprechen. Sie haben das jetzt noch weiter gesagt, wir müssen weg von der Datensparsamkeit und wir brauchen Datenreichtum. Ich würde diesen Satz mit dem Rohstoff oder Wertstoff gerne noch mal etwas pointierter formulieren. Und zwar ist das Datum, die Information und das Wissen, das sind ja drei völlig unterschiedliche Kategorien, die wir hier kräftig durcheinander mischen. Diese Kategorien sind das, woraus wir die Produktivität und damit das Rückgrat des gesellschaftlichen Zustandes schaffen wollen, wie wir ihn jetzt haben. Also was den ökonomischen, aber auch den gesellschaftlichen Reichtum angeht, indem wir uns alle, auch das wurde heute eigentlich deutlich, doch so ganz wohlfühlen. Wenn das eine solche enorme Bedeutung hat, dann muss man sich doch fragen, warum sprechen wir eigentlich nur davon, dass wir es distribuieren und weitergeben und nicht umgekehrt auch mal davon, dass wir es schützen müssen. Also Sie haben das deutlich gemacht. Sie haben nämlich gesagt, ich will gar nicht, dass das alle haben, weil wenn es alle haben, ist es für mich nichts mehr wert. Und insofern würde ich Datenschutz immer als ein größeres Konzept begreifen, nämlich nicht nur als das, was auch gerne immer verpönt wird, der personenbezogene Datenschutz, der uns alle betrifft als Individuen, sondern auch ganz deutlich den Unternehmensgeheimnisschutz. Und der ist ausgesprochen gering reguliert bisher und ausgesprochen wenig vom Staat begleitet. Das ist im Wesentlichen in die Unternehmen hinein delegiert und die tun es oftmals nicht, auch aus technischen Problemen. Wenn man das mal aufgreifen würde, und da bin ich ganz bei Ihnen, dass wir vielleicht auch mal jetzt in dieser Runde darüber nachdenken, was machen wir denn jetzt eben dann auch, dann komme ich ganz schnell dazu, dass ich einen technischen Datenschutz brauche, also im Grunde Standardisierung, aber eben auch Nachvollziehbarkeit. Sie haben das deutlich gemacht und es klang eben auch nochmal an, dass wir die Möglichkeit haben müssen, nachzuvollziehen, wo sind die Daten, wer greift darauf zurück. Das ist zum Teil ein rein technisches Problem, dem wir uns mal stellen müssten. Und wenn wir das dann machen, dann haben wir meines Erachtens einen ganz gehörigen Wettbewerbsvorteil, den die Amerikaner schon entdeckt haben, mal wieder, wenn man sich anschaut, dass WhatsApp seit dieser Woche eben Rundumverschlüsselung macht. Nämlich, dass Datenschutz und Datensicherheit etwas sein können, womit man in Deutschland und in Europa wirklich punkten kann und damit sich auch durchsetzen kann. Dass das so ist, haben wir gesehen nach den NSA-Skandalen. Ich glaube, Herr Höttges ist schon weg, hat die Telekom enorm in ihrem Cloud-Geschäft zugelegt. Das haben auch die Amerikaner gemerkt. Microsoft hat seine Daten nach Europa ausgelagert und streitet sich jetzt gerade vor amerikanischen Gerichten, ob sie diese Daten an amerikanische Behörden herausgeben müssen. Mein zweiter Punkt ist, ich plädiere nachhaltig für Datensparsamkeit aus zwei Gründen. Das eine ist, es ist auch angeklungen, was machen wir mit diesen ganzen Daten, von denen wir nicht wissen, was wir damit sollen. Vielleicht sollten wir uns erstmal über die Zwecke Gedanken machen und dann über die Daten. Der zweite Punkt, es geht uns eigentlich um die Qualität von Daten. Und die Qualität von Daten, und da bin ich wieder bei dem Wissensaspekt, hängt immer davon ab, was ich eigentlich damit machen will. Es hilft mir überhaupt nichts, über Brustkrebsdaten zu sammeln, wenn ich überhaupt nicht über Brustkrebs forsche, weil ich gar nicht weiß, was ich dann da eigentlich mit soll. Und insofern sollte man auch darüber mal nachdenken. Und das ist auch ein ganz elementares eben
Konzept, was hinter IT-Sicherheit steht. Also den Schutz von Daten nicht nur inhaltlich oder eben dass Zugriff von dritter Seite kommt, sondern auch, dass die Qualität dieser Daten gewahrt und geschützt ist und dass wir uns auch darauf verlassen können, dass die Daten, die irgendwo präsentiert werden, auch tatsächlich eben dann die Qualität haben. Und der dritte ganz kurze Punkt ist, ich plädiere durchaus dafür, dass wir die Datenschutzgrundverordnung nicht stehen lassen sollten, sondern sie weiterdenken. Und meines Erachtens müssen wir weg von der Verfahrenskontrolle, die wir jetzt im Wesentlichen haben, zu einer Ergebniskontrolle, in der wir uns Gedanken darüber machen, in welchen Kontexten wollen wir eigentlich Big Data und diese ganzen Einsatzmöglichkeiten haben und in welchen Bereichen wollen wir es faktisch nicht. Und darüber sollten wir diskutieren. Herzlichen Dank. Herr Beckedahl. Ja, vielen Dank. Ich bin immer etwas verwundert, wenn Frau Merkel über Datenreichtum spricht, weil damit meint sie in der Regel, dass Unternehmen unsere personenbezogene Daten einfach so, ohne uns zu fragen, verwerten können, dürfen, sollen. Aber Angela Merkel spricht nicht über den Datenreichtum, den der Staat freigeben könnte. Und genau hier wäre eine große Möglichkeit. Die Urväter vom Chaos Computer Club haben schon vor über 30 Jahren in der sogenannten Hackerethik festgelegt, öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Und dieser Spruch ist eigentlich aktueller als damals vor 30 Jahren, als noch keiner verstand. Das ist mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt ist, wir können ja noch so viel über Innovation reden, wenn wir noch nicht mal Glasfaserausbau in Deutschland haben oder wenn wir immer noch viele Regionen in Deutschland haben, wo es noch gar keinen Breitbandausbau gibt. Wir sind die reichste und stärkste Wirtschaftsmacht in der EU, aber beim Breitbandausbau sind wir im hinteren Mittelfeld. Beim Glasfaserausbau sind wir das Schlusslicht. Sollten wir uns damit zufrieden geben? Da sagt die Politik immer, ja, das wird schon, aber das höre ich jetzt seit 15, 20 Jahren und das Internet wird außerhalb der großen Regionen nicht schneller. Und wenn wir über Breitbandausbau reden, dann müssen wir auch über Rahmenbedingungen reden, die Netzneutralität zu sichern, damit wir offen, uneingeschränkt kommunizieren können, damit wir auch Forschungsdaten in großen Mengen hin und her schieben können, ohne dass jemand in der Mitte entscheiden kann, das geht und das geht nicht. Zwar hat die EU im vergangenen Jahr eine Richtlinie zum Schutz der Netzneutralität, so heißt sie zumindest, beschlossen, aber die ist voller Schlupflöcher und die Regulierungsbehörden haben in diesem Jahr noch die Möglichkeit nachzujustieren und tatsächliche Netzneutralität zu schaffen. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt stieß in etwa da an, wo die Runde vorher schon war, als es darum ging, wie Hacker zu denken, Innovationen voranzutreiben. Wo finden heutzutage Innovationen statt? Die sind tatsächlich teilweise demokratisiert. Die finden an Orten statt, die haben sie vor 10, 20 Jahren sich nicht vorstellen können. Die finden teilweise in Kinderzimmern statt. Und dafür haben wir noch nicht die richtigen Rahmenbedingungen. Ein Beispiel ist, sie kaufen Hardware, irgendwas im Smart-Home-Bereich. Sie haben noch nicht mal das Recht, sich anzuschauen, was diese Hardware und Software bei Ihnen macht. Früher konnten Sie ein Auto kaufen, da konnten Sie reinschauen, da konnten Sie rumschrauben, da konnten Sie rumbasteln. Das geht heute gar nicht mehr. Das Ganze ist geschützt. Man verletzt das Urheberrecht, wenn man das macht. Man darf dann auch nicht, wenn man es tatsächlich gemacht hat und eine Innovation rausgefunden hat, wenn man tatsächlich dann die Kaffeemaschine zum Mixer umgebaut hat. Das Beispiel war ja in der Runde vorher. Da darf man häufig nicht mehr anderen mitteilen, wie man das gemacht hat, weil man dann wiederum eine Urheberrechtsverletzung begeht und teilweise als Forscher auch rechtlich angegangen wird. Also wir brauchen das Recht, auch gekaufte Hardware zu verändern und reinzublicken und anderen darüber etwas zu sagen. Und wir brauchen generell eine Reform des Urheberrechts. Das hören wir auch seit 15 Jahren, dass die mal dringend notwendig ist, dass wir das Urheberrecht ans digitale Zeitalter anpassen müssen. Passieren tut aber überhaupt nichts. Da sind ja jetzt schon eine Menge Punkte aufgetaucht, die man am Ende in die Liste schreiben sollte, weil Frau Merkel wartet ja auf diese Liste mit Vorschlägen und Hemmnissen. Aber Frau Czwanek. Ich bin froh, dass der Begriff Qualität jetzt schon mehrfach gefallen ist. Den habe ich nämlich vermisst in den bisherigen Runden. Also Qualitätssicherung von Datenbeständen bezogen auf die Zielsetzung, so wie Sie das formuliert haben, gibt ja auch den Rahmen vor, über den wir hier reden wollen. Und ich denke, ich greife dann auch eine Anregung auf, die Herr Hacker heute Morgen gegeben hat. Als Vertreterin einer Forschungsförderungsorganisation geht es bei uns natürlich darum, sicherzustellen, dass das, was in der Wissenschaft wirklich als Erkenntnis sich in Daten äußert, auch wirklich in mehr Wissen sozusagen seinen Platz findet. Und das hat, denke ich mal, vier ganz einfache
Voraussetzungen, die wir einhalten müssen. Natürlich Standardisierung ist ganz wichtig, trotz der Bottom-up-Prozesse müssen wir sicherstellen, dass die Zugriffsmöglichkeiten und die Art der Datenaufbewahrung, der Datensicherung eben auf einem hohen Niveau ist und dass wir auch nicht die Daten eben festhalten, die wir letztendlich nicht brauchen. Dass wir natürlich die Infrastrukturen in Deutschland verbessern müssen. Die Hochschulen erleben das an vielen Stellen, dass sie wirklich nicht die Rechnerkapazitäten haben und auch nicht die Netze, die sie brauchen. Und ein Punkt ist vielleicht auch noch wichtig, der in der ersten Runde angesprochen wurde, die Frage, wie man eine sinnfällige Kooperation der verschiedenen Akteure zur Datennutzung sicherstellt. Und das betrifft natürlich die Wissenschaft auf der einen Seite, aber auch eben die Brücke zur Wirtschaft und zu der Invention, die bei Ihnen in den Forschungsabteilungen der Wirtschaft stattfindet. Und dass man sich da eben auch einigt über einen Zugang, der möglicherweise auch durch Änderungen des Urheberrechtsgesetzes noch vereinfacht werden kann. Dass wir heute letztlich mit denselben Schwierigkeiten des Zugangs kämpfen, wenn Sie an die großen Verlage und ihre Verlagspraktiken, Elsevier und so weiter, denken, das ist ja schon fast mittelalterlich, denn es ist tatsächlich so, dass Daten ja nach wie vor monopolisiert werden und der Zugang zu den Daten erschwert wird. Und das ganz gezielt, nicht aus Gründen nur des persönlichen Datenschutzes, sondern eben um andere Ausschlusskriterien, um Machtpositionen in den Vordergrund zu stellen. Es geht also um Machtpolitik und nicht um Sachpolitik. Und was wir brauchen, glaube ich, sowohl für die Wirtschaft, Herr Achard, Sie nicken, aber eben auch für die Wissenschaft, ist, wir müssen eine Rückkehr zur Sachpolitik haben, gerade auf diesem Sektor. Und da gibt es dann eine ganze Reihe von Handlungsfeldern. Und was wir müssen, und das hat mir sehr gefallen, was Herr Höttges gesagt hat, wenn Sie an die Praktiken in den Ministerien denken, ich darf das sagen, ich habe eine ganze Zeit lang selber in einem gearbeitet, wenn Sie also an die öffentliche Verwaltung denken oder auch eben an überhaupt den öffentlichen Sektor, da sehen Sie besonders deutlich, dass dort die Prozesse des analogen Zeitalters im Grunde nach wie vor praktiziert werden. Da nutzt es dann auch nicht viel, wenn Sie pro forma E-Government darüber geben. Also da wird nichts schneller, es wird alles nur noch schwieriger, ist meine Erfahrung. Deswegen glaube ich, dass wir zunächst einmal uns wirklich überlegen müssen, wie ändern wir die Prozesse und wie erlauben wir sozusagen dann, und da wäre die DFG jetzt auch ein Akteur, der es zumindest den Hochschulen und den Wissenschaftlern leichter machen wird, wie erlauben wir dann denjenigen, die eben Zugang zu Daten brauchen, diesen Zugang preiswerter, schneller und qualitätsgesichert zu bekommen, damit eben auch eine schnellere Nachnutzung zum Beispiel von Primärdaten auch wirklich gewährleistet wird. Ich glaube, dass man da noch ganz viel machen kann und da muss sicherlich die Rechtswissenschaft einen Rahmen vorgeben. Und da müssen die Nutzer ihre Bedarfe formulieren. Und das, glaube ich, kann man ganz gut sachorientiert zusammenbinden. Ja, herzlichen Dank. Herr Weidner. Gut, ich würde gerne auf Ihre letzte Frage sozusagen, wie steht es mit der Technik und dem Datenschutz und der Datensicherheit eingehen? Und da vier Punkte machen. Der eine Punkt ist, da wurde schon öfters angesprochen, wenn man die Testsicherheit machen möchte, muss man wirklich Zugang und Zugriff zu Dingen haben. Man muss sie sehen können. Also Offenheit ist in der Wissenschaft immer wichtig. Ich kann alles unterschreiben, was Sie gerade gesagt haben als Wissenschaftler. Aber für die IT-Sicherheit ist Urheberrecht und Dinge wie Hackerparagraf immer noch ein Problem. Das ist eine der Dinge, die ich denke, dass wir ändern müssten. Leichterer Zugang zu den Dingen, die man untersuchen möchte und umgekehrt auch dann Offenheit in allem, was man tut. Also Open Source und Zugang zu diesen Dingen ist sehr, sehr wichtig. Dann hatten Sie gefragt, ob wir sozusagen abhängig sind oder wir das Ding auch selbst tun können. An der Stelle muss man klar sagen, Deutschland hat eine exzellente Forschung im Bereich IT-Sicherheit. Wir können sehr viele Dinge in der Theorie ganz toll tun. Wir haben zwei Schwächen. Erstens, wir tun es selten in der Praxis und dann sind wir relativ schlecht drin, in Dinge in Geschäft umzuwandeln. Also mein Plädoyer wäre ein bisschen zu sagen, wir müssen deutlich mehr angewandte Forschung machen im Bereich Cybersicherheit, wir müssen mehr Forschung machen im Bereich empirischer Sicherheit,
wir müssen uns davon verabschieden, dass wir sozusagen klein-klein alles im Detail verstehen und theoretisch erarbeiten können. Wir müssen eher Dinge statistisch betrachten. Damit meine ich nicht übrigens, dass wir Big Data nehmen und das als Ersatz fürs Denken verwenden. Also sozusagen nach wie vor braucht man Grundlagen, man braucht Theorie, aber man muss eben auch empirische Cybersicherheits-, empirische Datenschutzforschung betreiben. Wenn man das tut, dann hat man, glaube ich, zwei Dinge, die man damit machen kann. Einerseits Geschäft. Also ich kann nur jeden ermuntern, der einen Spin-off gründen möchte. Cybersicherheit, Datenschutz ist das Eldorado. Man kann damit reich werden, da bin ich völlig überzeugt davon. Und das andere ist, dass ich mir vom Gesetzgeber wünschen würde, dass er die Leitplanken schafft, die Rahmenbedingungen, die man braucht, um innovativ sein zu können durch Cybersicherheit. Also mit dem IT-Sicherheitsgesetz wurde das teilweise schon gemacht. Da wurden Mindeststandards gesetzt. Da kann man noch deutlich mehr tun, also mit Vernunft einfach gucken, dass gewisse Dinge aus dem Wettbewerb rausgenommen werden, dass man einfach als Anbieter gewisse Sicherheitsstandards erfüllen muss. Man muss sicherstellen, dass Sicherheit auch wahrgenommen wird. Also wenn ich sozusagen nicht unterscheiden kann zwischen einem hochsicheren Produkt und einem hochunsicheren Produkt, dann bin ich als Anwender verloren. Das muss sichtbar werden. Und der letzte Punkt, wo dann tatsächlich auch der Gesetzgeber und der Staat gefragt sind, ist, genauso wie es Breitband braucht, um zu kommunizieren, brauche ich eben auch eine Sicherheitsinfrastruktur, um sicher und vertrauenswürdig kommunizieren zu können, um die Nachvollziehbarkeit von Dingen herstellen zu können. Also wie gesagt, in Deutschland gibt es einen neuen Personalausweis, ganz tolles Ding, verwendet fast niemand. Man braucht einfach ein paar mehr Dinge, die wirklich verwendbar sind, die leicht nutzbar sind, Public-Key-Infrastrukturen beispielsweise, um sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für jedermann herstellen zu können. Also mein Plädoyer wäre, genauso wie wir Breitbandausbau ganz toll finden, sollten wir als Politik und als Bürger auch Sicherheitsinfrastrukturen unterstützen und ganz toll finden. Ganz herzlichen Dank. Ich bin dankbar für Ihren Hinweis, dass wir in der Wissenschaft sehr gut sind und es aber vielleicht in der Umsetzung, in Geschäftsmodelle, in die Wirtschaft, dass es da vielleicht fehlt, weil das nun etwas ist, was wir in anderen Branchen auch schon erlebt haben und vielleicht ist das genau etwas, was man sich stärker anschauen sollte, wie man das besser befördern könnte. Das hätte auch in der letzten Runde bei der Kooperation vielleicht auch schon eine Rolle spielen können. Ich möchte übrigens die Gelegenheit jetzt nutzen, nochmal alle im Extended Circle aufzufordern und zu bitten und zu ermuntern, Fragen aufzuschreiben und einzureichen, damit wir die im Laufe dieser Runde hier noch einbringen können. Aber als nächstes wäre dann Herr Heise dran. Ja, vielen Dank. Ich fand es sehr spannend, viele Beiträge zur Cybersicherheit, Industrie 4.0 und Ähnliches. Ich glaube, viele Vergleiche mit den USA und mit dem Innovationspotenzial, die man in den USA sieht. Und dann aber auch viele Erwähnungen des Wortes Prozesse und Strukturen. Ich glaube, dass das richtig und wichtig ist. Und ich glaube, dass eine Königsdisziplin daran liegen kann, Innovationen irgendwann so zu nutzen, dass man sie in Prozesse überführt und auch Strukturen darauf anwendet. Wenn man sich aber die Innovation über den großen Teich anschaut, glaube ich, machen die sich nicht erst Gedanken über Prozesse und Strukturen, sondern die legen los. Die machen einfach was. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, den man sich immer wieder berücksichtigen sollte. Nichtsdestotrotz Qualität wichtig, wissenschaftliche Reputation auch wichtig. Nichtsdestotrotz fehlt mir in Deutschland tatsächlich der Raum, wo solche Experimente, und dann greife ich nicht nur in der Natur der Sache, Herrn Becke da als Anmerkung auf, wo die Rahmenbedingungen dafür da sind, solche Experimente überhaupt erst möglich zu machen. Bis heute weiß ich nicht, ob meine Doktorarbeit, die ich von Anfang an offen geschrieben habe, also jeder Schritt der Erstellung meiner Arbeit ist öffentlich einsehbar, war es auch öffentlich einsehbar, weiß ich nicht, ob er wirklich letztendlich so durchkommt. Also ich hoffe natürlich schon und appelliere natürlich auch an meine Promotionskommission, dass das funktioniert. Bin zuversichtlich, nichtsdestotrotz war ich schon überrascht, dass ich der Erste war, der auf die Idee gekommen ist. Ich hätte mir gewünscht, es hätte andere gegeben. Ich glaube, dass das einen viel größeren Beitrag dazu geleistet hätte, wie Infrastrukturen der Zukunft für wissenschaftliche Kommunikation und Forschung aussehen kann, als dass wir darüber sprechen, Standards oder Prozesse zu etablieren, bevor wir konkrete Experimente mit der wissenschaftlichen Arbeit machen. Also, ich docke an das, was ich eingangs gesagt habe. Ich wünsche mir die Rahmenbedingungen für Experimente. Ich wünsche mir die Rahmenbedingungen für mehr Offenheit in der wissenschaftlichen Kommunikation. Und ich wünsche mir mehr Gerechtigkeit beim Zugang zu Wissen und Forschung, nicht nur für die Bürger, aber auch für die Wirtschaft. Ja, herzlichen Dank. Ich kann an der Stelle gleich mal eine Frage aufgreifen, die aus dem Kreis hier kam, beziehungsweise über Twitter uns übermittelt worden ist. Wo gefragt wurde, warum sind die Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages immer noch geheim? Das widerspricht dem politischen Willen zu Open Access. Also ich glaube, es würde Ihnen zu sehr gut, ich will gar nicht, dass Sie das beantworten. Aber da kümmern wir uns ja gerade darum. Die Open Knowledge Foundation kümmert sich ja gerade um das Thema. Genau. Es gibt ja
Frag den Bundestag, war das richtig? Kommen mittlerweile durcheinander, aber da werden diese Gutachten auch veröffentlicht. Ja, aber also, das ist ein Thema. Das absolut, genau, und ich denke nicht, dass einer hier aus dem Kreis jetzt dafür verantwortlich ist, dass das nicht der Fall ist, aber das ist eine Frage, die wir aufgreifen, Herr Warner, Sie notieren sowieso, was wir am Ende alles der Frau Merkel schreiben, und da wird das auch als Frage mit eingehen. Dann darf ich aber einmal... Dann wäre als nächster Herr Reinhardt. Nee, nur einmal ganz schnell. Also, okay. Die sind jetzt verfügbar. Aha, ab jetzt sind sie verfügbar. Okay, gut. Nachdem wir lange genug genervt haben, ja, glaube ich. Also Nerven hilft in dem Fall. Gut, Herr Reinhardt. Ja, was mich umtreibt bei der Diskussion, ist immer dieses Schwanken zwischen den Extremen. Einerseits Datenreichtum, andererseits Datensparsamkeit, einerseits Zugang zu allem, andererseits möglichst viel schützen. Ich glaube, wir müssen viel stärker differenzieren. Die Wirtschaft macht es letztlich vor. Digitalisierung, eine der Stärken, die Digitalisierung mit sich bringt, ist die von Ihnen schon erwähnte Losgröße 1. Und genau so müssen wir auch letztlich gegenüber den Bürgern und gegenüber den gesellschaftlichen Gliedern denken. Am Ende müssen wir hin zu einem Modus kommen, dass das individuelle Profil jedes Einzelnen ein Stück weit Berücksichtigung findet, weil ich bin auch im Präsidium der D21, da machen wir jedes Jahr einen Digitalindex, in dem wir messen, wie die Digitalisierung der Gesellschaft voranschreitet. Und eine Sache, die wir dort seit Jahren konstant sehen, ist, dass auch wenn die Digitalisierung zwar sehr, sehr langsam, aber ein Stück weit vorankommt, dass es unterschiedliche Nutzertypen in der Gesellschaft gibt, die sehr stabil bleiben. Das heißt, es gibt digital Souveräne, es gibt welche, die sich in der Gesellschaft sehr gut bewegen können, die die Chancen nutzen können aus der Digitalisierung, die davon auch profitieren können. Es gibt aber auf der anderen Seite eben auch welche, die sich der Digitalisierung prinzipiell verweigern. Das sind nicht nur Kompetenzprobleme, das sind teilweise Ängste, das sind Unsicherheiten. Und also uns ist bisher zumindest noch kein Patentrezept eingefallen, wie man die komplett und kurzfristig auflösen kann. Deswegen wäre mein Appell eher zu schauen, dass wir stärker auf tatsächlich die individuellen Präferenzen eingehen. Die Verwaltung wurde vorher schon angesprochen, die auch mehr tun kann und tun soll. Was die Verwaltung derzeit am Diskutieren ist, ist für die Bürger individuelle Servicekonten einzurichten, wo jeder Bürger dann seine eigenen Daten ein Stück weit auch einsehen kann, die der Staat über ihn hat, wo er auch, zumindest wäre das mal mein Impuls, Präferenzen festlegen kann, welche Arten von Daten wie verwendet werden sollen, und zwar von ihm persönlich gesteuert. Also hinzukommen, Schlagwort digitale Souveränität ist immer mal wieder gefallen, in meinen Augen aber digitale Souveränität wird mittlerweile stark genutzt für staatliche Souveränität. Wir haben deswegen den Begriff bei der D21 digitale Selbstbestimmtheit geprägt, dass wir sagen, es muss jeder Einzelne in der Lage sein, sein digitales Ego auch ein Stück weit steuern zu können und dort mit Souveränität damit umzugehen. Also das heißt, wir müssen die Leute abholen, dort wo sie stehen, und einerseits dann im Datenschutz ihnen die Möglichkeit geben, aber auch, und das wäre die andere Abstufung, auch was die IT-Sicherheit angeht, wo die Deutschen auch immer zum Maximum neigen. Die Daten müssen absolut 100% sicher sein und wo auch an die Digitalisierung Standards angelegt werden, die heute im Analogen nicht mal existieren. Also wenn ich heute bestimmte Geschäftsvorfälle nur mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung erlauben will, die heute per Fax übermittelt werden, was in meinen Augen, Herr Schönbohm kann sicherlich dazu viel besser Auskunft geben, aber in meinen Augen etwas unsicherer sind. Das heißt, die Frage ist nicht nur, was ist das absolute Maximum, was erreicht werden kann, sondern A, was ist der Vergleich zu heute, und B, was ist auch das gegenüber dem Geschäftsvorfall, über den wir reden, angemessene. Wenn ich als Bürger eine Parkplakette beantragen will, ist das Schutzniveau meiner Daten geringer potenziell, als wenn ich beispielsweise irgendwie eine Zulage für eine Behinderung beantragen will. Und das müssen wir abholen, auch da müssen wir darauf eingehen. Wir brauchen nicht für jede Verwaltungsleistung eine Identifikation mit neuem Personalausweis. Manche Dinge lassen sich vielleicht tatsächlich auch per E-Mail oder per anderer Web-Vorgänge erledigen und dort auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Dankeschön. Herr Slamer. Danke. Ich glaube, zum Thema Offenheit sind zwei Dinge recht wichtig, dass wir die trennen. Und zwar ist das einmal das Thema Ownership der Daten versus das Thema Interoperabilität. Wenn ich ein Netzwerk besitze, in dem es zwei Faxgeräte gibt, über das ich Kochrezepte mit meiner Oma austauschen kann, dann besitze ich das zwar, aber der Mehrwert ist minimal. Wenn es ein Netzwerk gibt wie das Internet, über das Milliarden Menschen offen Dinge austauschen können, dann ist das potenziell sehr viel wert. Und ich glaube, wenn man diese Trennung sich mal genauer anschaut, Ownership, das ist etwas, was teilweise politisch entschieden wird, aber
eigentlich viel stärker heute auch über Marktmächte. Eine Google, die sich hinstellt, Google Maps besitzt und so ein bisschen Pseudo-Offenheit vielleicht dort reinbringt, indem sie die APIs zu Google Map so weit offenlegt, dass Leute dort Applikationen dagegen bauen können, die zum Schluss aber Google wieder Geld bringen, dann ist das halt gesteuerte Offenheit, sage ich mal. Also von daher glaube ich, ist es extrem wichtig, dass wir diese beiden Themen betrachten. Ich glaube, was das Thema Interoperabilität und Offenheit angeht, da haben wir zumindest im industriellen Internet, Industrial Internet, gute Fortschritte gemacht. Da kann ich kurz berichten. Also ich selber bin im Industrial Internet Consortium im Vorstand. Frau Merkel hatte vorhin erwähnt, dass das Industrial Internet Consortium und Industrie 4.0 sich jetzt ja auf Zusammenarbeit geeinigt haben im März. Das wird auch auf der Hannover Messe ein großes Thema sein. Ich glaube, das ist ein sehr großer Fortschritt, weil zum Schluss ist das kein Thema, wo wir durch einen nationalen Alleingang gewinnen können, sondern dort brauchen wir globale Alliances. Das ist, denke ich, sehr positiv zu betrachten. Wo ich für mich noch ein kleines Fragezeichen dran habe, ist der Fokus auf die Unterscheidung zwischen Maschinendaten, also wir haben das vorhin gehört, Predictive Maintenance zum Beispiel in der Stahlproduktion. Das ist sicherlich aus Perspektive des Standorts Deutschland ein sehr wichtiges Thema. Wir haben aber auch vorhin gehört, zum Schluss macht das nur 22% der erwirtschafteten Leistung aus. Und wenn man sich anguckt, was im Bereich der Produktdaten heute passiert, dann glaube ich, wird das zukünftig potenziell eine wesentlich größere Rolle spielen, wo die physischen Produkte in den Hintergrund geraten und die End-Consumer-Produkte sehr viel wichtiger werden. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass zum Beispiel eine Google heute Investitionen in Nest, Dropcam und so weiter macht, weil sie halt sagt, zum Schluss kann ich auch die Rauchmelder und Thermostate umsonst weggeben, wo der wirkliche Mehrwert für mich drin liegt, sind die Consumer-Daten, die über diese Produkte generiert wurden. Und ich glaube, da ist halt einfach die Gefahr, dass wir uns zu sehr auf den Produktionsbereich fokussieren und dieses Thema Produktinnovation zum Schluss nicht genügend im Vordergrund steht. Herzlichen Dank, Herr Barner. Mir war wichtig im Zusammenhang mit den Rahmenbedingungen und den Normen doch darauf hinzuweisen, dass mittlerweile die Gesellschaft sich ja deutlich spaltet in der Frage, wie dürfen Daten genutzt werden, wie sollen sie genutzt werden. Es gibt eine starke jüngere Generation, die mittlerweile ein ganz anderes Verhältnis dazu hat. Und es könnte sein, dass in ein paar Jahren, wenn wir jetzt unsere Rahmenbedingungen ganz solide festlegen, die jüngere Generation viel mehr so leben möchte und so Standards setzt, wie es im Augenblick in den USA der Fall ist. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob unsere Diskussion und den Versuch, das Ganze immer ganz fest zusammenzuhalten, auf Dauer wirklich das ist, was die nächste Generation, was die jetzt entscheiden, die mit den Füßen sozusagen abstimmen, was Digitalisierung bedeutet, ob die das auch so wollen. Datensicherheit, Herr Schönbohm, da kommen Sie jetzt genau richtig. Ja, erstmal vielen Dank, das weiß ich nicht, ob ich da genau richtig komme. Wir haben ja sehr stark über das Thema der Chancen diskutiert. Ich würde aber gerne auch nochmal auf das Thema der Risiken kommen. Und wenn wir uns mal anschauen, dass die organisierte Kriminalität seit 2009, so gibt es verschiedene Berichte dort in diesem Bereich, Daten stehlen, verändern, mehr Geld verdienen als mit Drogen, dann geht es darum natürlich, dass wir einen rechtlichen Rahmen haben, aber es gibt nun mal eine Menge an Partnern, die sich nicht daran halten. Und wenn wir uns anschauen, jetzt im BSI zum Beispiel, im Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, ist es so, dass wir zwischen Oktober 2015 und Februar 2016 mehr als 10-mal so häufig Ransomware durch Virenschutzprogramme in Deutschland detektiert haben. Weltweit ist es 6-mal so viel gewesen. Wenn wir uns mal angucken, wie viele normale Nutzer davon betroffen sind, Krankenhäuser und andere, was ja auch teilweise durch die Medien gegangen ist. Und wenn wir uns mal angucken, wie viele Universitäten davon oder Wissenschaftseinrichtungen auch davon betroffen sind. Und Sie haben ja vorhin die öffentliche Verwaltung angesprochen. Das teile ich natürlich nicht, das ist klar. Aber das, was ich erlebe, ist teilweise, dass wir im Bereich der Cybersicherheit, also das Thema aktiv auch zu gestalten, ein begrenzt ausgeprägtes Interesse haben in dem Thema. Und wir immer eigentlich eher eine Diskussion haben, das kostet doch Geld und wie kann ich das eigentlich bewerten? Und wenn ich jetzt auf das Thema Forschung komme, jetzt wir als BSI, wir versuchen ja, wir haben das Thema des IT-Sicherheitsgesetzes, was ja seit Juli 2015 in Kraft ist. Wir arbeiten dort sehr intensiv mit der Wirtschaft zusammen. Wir haben dort jetzt die verschiedenen Körbe in der Diskussion. Wir setzen das gerade um für die kritischen Infrastrukturen. Und ich denke, es wird auch noch deutlich weitergehen. Wir werden dadurch eine Vielzahl an Daten haben, wo wir auch hoffen, mit der Wirtschaft, mit anderen potenziellen Opfern darüber zu sprechen, was kann man tun, um das Thema weiter voranzutreiben.
von der Forschung würde ich mir eigentlich wünschen, dass man dort deutlich enger zusammenarbeitet, ähnlich wie in Israel das der Fall ist. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mal in Beersheba war. Herr Professor Weidner, Sie waren da, das weiß ich, weil wir uns ja getroffen haben. Aber wenn Sie das mal anschaut, wie intensiv dort Wissenschaft, Wirtschaft und staatliche Stellen zusammenarbeiten, und zwar vertrauensvoll zusammenarbeiten und nicht wechselseitig sich mit Maximalförderung überhäufen und ideologischen Kämpfen, sondern einfach sagen, wie lösen wir das Problem? Das muss ich sagen, hat mich sehr beeindruckt, als ich da war. Und dann würde ich mir wünschen, dass wir sagen, wir reden über von Security by Design oder Cyber Security by Design. Da würde ich mal hingehen und sagen, dann definieren wir doch mal Cyber Security by Research. Schon in der Forschung Cyber-Sicherheitsthemen gleich von vornherein mit einzubringen. Das vermisse ich teilweise. Das würde deutlich das Thema der Sicherheit erhöhen. Und da, glaube ich, haben wir als Deutschland, als Land auch ganz natürliche Vorteile, weil wir das Thema Datenschutz sehr ernst nehmen. Und dann hoffe ich, dass wir irgendwann mal so einen MP3-Player hätten für Cybersicherheit, der dann hier in Deutschland auch entwickelt wird und der dann auch weltweit so ein Blockbuster werden würde. Das wäre das Thema, was wir haben. Und wir als BSI sind sehr offen dafür. Es werden ja verschiedene Sicherheitsstrategien diesbezüglich auch wieder weiter erarbeitet. Und da kann ich nur eine Sache sagen, lassen Sie uns darüber sprechen und rufen Sie auch einfach mal an, wenn etwas der Fall ist. Sie müssen das nicht bei Netzpolitik.org oder wo auch immer gleich veröffentlichen. Sie können einfach anrufen, Sie haben eine Nummer. Sie finden mich im Telefonbuch, das ist auch sicher. Und ansonsten treffen wir uns direkt, dann ist es noch cybersicherer. So viel vielleicht als kleines Impulsstatement. Gut, ich bin sicher, da kommt der eine oder andere drauf zurück. Frau Hensinger. Vielen Dank. Ich wollte kurz drei Punkte machen. Der erste Punkt, ich wollte über eingebettete Systeme reden. Das fehlt mir bisher bei unserer Diskussion über Digitalisierung. Also Digitalisierung findet nicht nur am Internet oder bei Human-Computer-Interfaces statt. Digitalisierung findet auch innerhalb von Produkten statt, wie zum Beispiel beim Auto. Viele Kontrollsysteme werden jetzt durch Software geregelt, die vorher maschinell geregelt wurden. Und dadurch wird das Auto jetzt programmierbar. Und daher können Softwarefirmen wie Apple oder Google jetzt plötzlich Autos programmieren und fahren lassen. Und diese Software heißt Embedded Systems. Und oft gibt es da gar keine richtigen Computerschnittstellen, gar keine Schnittstellen zu Menschen. Also der Mensch ist sich oft dessen gar nicht sehr bewusst. Diese Embedded System führen eben oft, wie der Herr Slammer, mein Vorredner, schon gesagt hat, zu neuen Produktinnovationen. Und ich habe das bisher in der Diskussion eigentlich vermisst, denn es scheint mir, dass Deutschland auf diesem Gebiet der Embedded Systems zurückliegt, hinter den USA hinterherhängt. Und da besteht eben die Gefahr, dass irgendwann mal Daimler der Zulieferer für Apple wird und nicht Apple der Zulieferer für Daimler. Ich weiß nicht, ob das so wird, aber das ist die Gefahr, ja, die große Gefahr dahinter. Mein zweiter Punkt war, ich vermisse eigentlich in unserer Diskussion die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Forschung. Jetzt wir in unserer Runde haben das etwas angesprochen durch die Daten. Und in meiner persönlichen Forschung ist der Mangel an Daten das Hauptproblem. Aber vielleicht gibt es ja auch noch Kollegen, die andere Probleme haben, die Digitalisierung zu ihrer Forschung bringt. Und mich würde das durchaus interessieren zu hören. Mein anderes Problem in der Forschung ist, dass ich nicht genug gute Informatiker habe, nicht genug gute Mitarbeiter. Woran liegt das? In der ganzen Gesellschaft gibt es nicht genügend Informatiker. Woran liegt das? Wie schon diskutiert, nicht genug Informatik, zum Beispiel schon in den Schulen. Aber mir kommt das alles ein bisschen zu freudlos vor. In den USA gibt es eine Begeisterung für Technologie, da gibt es eine Begeisterung für die Wissenschaftler, für die Wissenschaften. Dort haben sie tolle Science-Museen. Die haben alle möglichen Programme in den Schulen, um die Kinder und Jugendlichen für Wissenschaft und Technologien zu begeistern. Und die programmieren gerne und die studieren Informatik und gründen Firmen, nicht weil ihnen gesagt wird, das müssen sie machen, sondern weil es ihnen Spaß macht. Natürlich mit dem Hintergedanken, wenn sie sich 5 oder 10 Jahre abrackern, dann haben sie so viel Geld verdient, dass sie nichts mehr tun müssen. Okay, das gebe ich Ihnen, das gehört natürlich auch dazu. Aber insgesamt liegt es an der Freude, an dem Stoff, okay? Und wir müssen versuchen, unsere Gesellschaft auch dazu zu bringen, dass sie positiver der Technologie gegenüber eingestellt ist. Natürlich gehört dazu auch eine gewisse gesellschaftliche Akzeptanz. Und da stimme ich auch mit meinem Vorredner hinzu, der über digitale Selbstbestimmung gesprochen hat. Und ich denke, Produkte, die in Deutschland produziert werden, die könnten solche digitale Selbstbestimmung viel mehr haben als Produkte, die in den USA produziert werden, weil wir Deutschen da viel bewusster sind der Problematik. Und ich unterstreiche das völlig, was da gesagt wurde. Gut, und mein letzter Punkt war noch, ich finde das sehr gut, dass wir das alles reflektieren, aber ich möchte doch wirklich auch bitten, wie auch schon ein paar Vorredner, machen wir es.
Wir reden viel zu viel. In den USA bauen sie. Bauen wir. Dankeschön. Danke. Sie hatten jetzt Schulen angesprochen, auch Universitäten mit angesprochen. Das bringt mich jetzt gleich zur Frage, sind wir denn in den Universitäten eigentlich darauf vorbereitet? Haben wir da die notwendigen Rahmenbedingungen schon geschaffen, Frau Kunst? Also mir hat die Provokation von Herrn Achatz gut gefallen, also zu sagen, dass die meisten Wissenschaftseinrichtungen, Universitäten und Hochschulen hoffen, dass die digitale Transformation an ihnen vorübergeht. Das sehe ich nicht so. Andererseits sind natürlich bei solchen Institutionen, das sind Tanker, Sie wissen, wie auch in Ihrem Unternehmen, das ist nicht einfach, tatsächlich Ermöglichung zu schaffen und in der Umsetzung die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass tatsächlich im Wissenschaftsbereich auch Änderungen kommen. Und damit die gewollt sind und mitgelebt werden, ist ein Punkt ganz wichtig, den Herr Marquardt gemacht hatte. Es muss klar sein für auch letztendlich die Faculty, dass man etwas davon hat, sich dem Neuen zuzuwenden. Dabei will ich jetzt gar nicht darüber schnacken, was es alles an Problemen gibt im Bereich der Infrastrukturen. Das würde ich jetzt mal grob und sachlich übergehen. Es ist nur für den Bereich dessen, was bottom-up wachsen muss, also die Fächerstrukturen und vor allen Dingen auch das, was Herr Heise ansprach, die Art und Weise von Forschungsmethodiken, Qualifikationswegen und dass die Anerkennung davon, wie Wissen generiert wird, hat es erhebliche Implikationen darauf, dass sich Fächer transformieren müssen von den Strukturen. Es gibt nicht mehr so klar die disziplinäre Zuordnung, sondern ein Verschwimmen an den Grenzen. Und das ist dann ziemlich schwierig mit dem Bild deutscher Universität und Fakultäten zurzeit zusammenzubringen. Sie sehen ja an vielen Stellen jetzt auch im Rahmen der experimentellen Stadien der Exzellenzinitiative, was sich dort vieles tut, also im Bereich interdisziplinärer Strukturen, von Professuren, die daraus entstehen, was bottom-up auch vorgeschlagen wird, ohne dass es direkt einer festen Fächerform zuzuordnen ist. Aber das sind wichtige erste Schritte, die überall im Moment zu sehen sind, um tatsächlich Big Data in bestimmten Wissenschaftsbereichen auch innovativ für die Zukunft zu nutzen. Und ich sehe gerade hier, auch in diesem wirbeligen Raum Berlins, viele, viele Ansätze, die das genau auch tun. Also von daher, Herr Achatz, also sehen Sie das mal nicht so schwarz. Was haben wir denn aus der EU zu erwarten zu diesem Thema, Herr de Graaf? Vielen Dank. Als Nicht-Deutscher kann ich vielleicht eine EU-Perspektive anbieten. Zunächst mal, wir haben keine positive Datenkultur in Europa. Wenn wir an Daten denken, dann denken wir an Schutz und nicht an Nutzen. Und das müssen wir ändern. Wenn wir in Richtung einer Datenökonomie gehen, dann müssen wir eine positive Kultur um Daten organisieren. Und da glaube ich, sind zwei Sachen sind sehr wichtig. Dass die Leute und das Personal bezogene Daten, dass es noch immer diese Kontrolle gibt. Ja, dass wir das nicht so freilich benutzen, aber dass die Leute noch immer das steuern. Aber zweitens, dass die Leute auch sehen, dass es bestimmte Vorteile gibt. Wenn man diese Big Data dann exportiert, dass man dann neue Behandlungsmethoden oder Arzneimittel oder dass man am Morgens dann 10 Minuten weniger im Stau steht oder Energiesparungen durchführen kann, sodass die Leute sehen, dass eigentlich Daten, dass es einen sehr positiven Wert hat, nicht nur für die Wirtschaft, aber auch für die einzelnen Leute. Aus europäischer Sicht, was natürlich sehr wichtig ist, dass wir die Rahmenbedingungen, dass wir einen digitalen Binnenmarkt jetzt schaffen. Das Beispiel ist natürlich diese Datenschutzverordnung. Das ist ein einheitliches System. Überall in Europa gelten dieselben Regeln. Und dann ist es natürlich, wie wird das interpretiert? Aber die Kommission wird natürlich da
gut zusehen, dass das nicht zu unterschiedlich durchgesetzt wird. Aber das reicht nicht. Wir brauchen das in mehrere Bereiche. Und ich glaube, Herr Becker, da war ein bisschen zu kritisch. Er hat gesagt, Netzneutralität, das funktioniert vielleicht nicht, aber das Prinzip haben wir in Europa festgelegt. Jetzt natürlich muss das wieder durchgeführt werden, aber wir sind die einzelne Region in der Welt, wo es dieses Prinzip gibt. Well, ja, aber das wird, da gibt es sehr viel Streit in der USA und das ist nicht gesetzgeblich festgelegt. Das ist der FCC, die das ausgeführt hat, aber das ist von uns, ist das vom Europäischen Parlament und Rat verabschiedet worden. Urheberrecht, wir arbeiten daran. Das wird im September wird das von der Kommission vorgeschlagen. Da gibt es auch sehr viele Sachen, die sehr wichtig sind für die Datenökonomie, zum Beispiel Data Mining. Da müssen wir auch auf europäischer Ebene müssen wir dafür sorgen, dass es in Europa möglich ist, diese Daten zu benutzen. So, wir gehen voran. Geht es schnell genug? Nein, geht nicht schnell genug, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Wo ich völlig einverstanden bin, ist mit dem Infrastruktur. Wir haben unterinvestiert. Wir haben nicht ausreichend investiert in Europa und nicht nur in Ausbau von Breitband. Und das ist Deutschland, ist ja normalerweise erwartet man Deutschland in erste, zweite, dritte Position. Und das ist hier leider nicht der Fall. Aber ich glaube, die deutsche Regierung hat das gut verstanden und hoffentlich werden die richtigen Schritte jetzt unternommen. Aber zum Beispiel im Hochleistungsrechnen. Wir waren damals an der Spitze in der Welt. Wo sind wir jetzt? In 8., 9. Stelle in Deutschland, gleich wie Saudi-Arabien. Und dann 18. Stelle. In einer europäischen Datenökonomie brauchen wir diese Fazilitäten. Wenn wir die nicht haben, können wir keine erfolgreiche europäische Datenökonomie ausbauen. So, da brauchen wir mehr Investitionen und mehr Zusammenarbeit. Vielleicht noch ein paar kurze Bemerkungen zum Cybersecurity, da hat jeder eine Verantwortlichkeit. Ich habe Verantwortlichkeit, Sie haben Verantwortlichkeit, Unternehmen, Universitäten, die Behörde. Was sicher ist, ist, dass wir diese Herausforderung nicht erfolgreich angreifen können ohne Zusammenarbeit. Wir müssen eng zusammenarbeiten, wir müssen die Informationen austauschen auf europäischer und auch weltweiter Ebene. Letzter Punkt, Startups. Vor 10 Jahren hätten wir wenig erfolgreiche Unternehmen. Jetzt haben wir ein sehr großes Potenzial in Europa, in Berlin, in Paris, in London, in Stockholm, in Barcelona. Das ist sehr beeindruckend. Wir müssen jetzt diese Startups, und viele werden auch, die werden verschwinden, aber das wird manche und vielleicht viele auch geben, die sehr erfolgreich sein können auf europäischer und weltweiter Ebene. Und da müssen wir unsere Regeln auch so anpassen, dass wir, wie man sagt, in Wissenschaft, Versuch und Irrtum, ja, Karl Popper, das muss auch in der Wirtschaft und insbesondere für Startups gelten, dass man auch die Möglichkeit hat, einmal das falsch zu machen und dann wieder zu probieren. So, das von europäischer Sicht aus, digitale Binnenmarkt, Infrastruktur und auch die Startups in Europa zu ermutigen, in der Lage zu stellen, dass die auf europäischer Ebene operieren können und dann auch weltweit die Konkurrenz mit den Vereinigten Staaten und China antreiben können. Ich würde gern Frau Kunscher noch bitten, etwas zu den Unternehmen zu sagen. Die, haben wir vorhin schon gehört, nicht immer so einsteigen, nicht immer so am Rand der Digitalisierung mitwirken, insbesondere die kleinen, mittleren Unternehmen, haben wir immer wieder gehört. Wie stellt sich das für Sie dar? Wenn ich dürfte, ich habe jetzt aufmerksam zugehört, würde ich gerne was zum Schluss einfach jetzt noch einbringen, was ich von der Runde mitgenommen habe, wenn ich das dürfte, wenn Sie mir das erlauben. Ich finde es herrlich, wenn wir nächstes Mal in so einer Runde uns vornehmen, USA nicht zu erwähnen. Nicht um USA auszublenden, aber um uns zu disziplinieren, auf uns zu schauen, um uns zu disziplinieren, zu schauen,
wo sind wir denn schon gut vorangekommen? Ich will damit nicht sagen, dass wir nicht nach USA schauen dürfen, um zu gucken, was läuft dort gut. Aber ich fände es wirklich mal einen tollen Versuch zu sagen, wir nehmen das Wort USA nicht in den Mund in den nächsten 4 Stunden. Punkt. Ich finde großartig, was Deutschland in der Vergangenheit geleistet hat. Wir haben eine wunderbare Historie von Forschern und Entwicklern. Ich finde es wirklich sehr erstaunlich, ich durfte gestern über eine Forscherpersönlichkeit von vor 100 Jahren mehr erfahren und war vollkommen fasziniert. Und ich möchte einfach jetzt am Schluss nochmal sagen, denn wir haben heute viel gesprochen, wir haben über die digitale Agenda im Prinzip jedes Kapitel angerissen. Es wäre auch schön, in den Kapiteln in die Tiefe zu gehen, denn jedes Kapitel lohnt sich und in jedem Kapitel steckt noch ein Umsetzungsplan eigentlich drin. Da sollten wir genau angucken in jedem Kapitel, wo sind denn da die Prozesse, die wir anschauen müssen, die wir verbessern müssen. Deshalb wäre es schön, wenn man für ein Thema viel Zeit hätte, um in dem Thema in die Tiefe zu gehen. Und am Schluss möchte ich jetzt noch sagen, wer macht die Innovationen? Das ist der Mensch. Das sind wir. Und da möchte ich einfach sagen, dass wir vor lauter Digitalisierung den Menschen nicht vergessen dürfen. Denn aus meiner Berufspraxis sind die fruchtbarsten Sitzungen mit den stärksten Innovationen die, wo wir den Menschen sehen, wo wir uns am Schluss in den Arm nehmen, wo wir einen Raum der Menschlichkeit schaffen. Dafür muss ich nicht Silicon Valley hierher holen, sondern dafür kann ich ganz normal menschlich mir begegnen und kann einen Raum der Kreativität öffnen, in dem ich zulasse, dass man Fehler macht, indem ich zulasse, dass man sich menschlich begegnen darf. Und da entstehen so wundervolle Innovationen, ein herrlicher Forschergeist, wunderbare Produkte. Und da möchte ich nochmal sagen, bitte keine iPads im Kindergarten, denn im Kindergarten soll die Sozialkompetenz, die Begegnung, die Kreativität ausgebildet werden. Es gibt für alles eine richtige Zeit und so gibt es auch eine richtige Zeit, ein iPad anzuwenden und dorthin geführt zu werden, dass wir die richtigen Facharbeiter haben. Aber wenn ich im Kindergarten den Kindern den Raum für die Sozialkompetenz, für, sage ich mal, selber im Sandkasten sitzen und 3D machen schon nehme, wenn ich den Kindern dort nicht durch die Erzieherinnen Liebe zukommen lasse, dass Urvertrauen entstehen kann, dass ich ein stabiles Gefühl habe, dann bekomme ich auch keine Menschen, die ich begeistern kann hinterher. Im Kindergarten möchte ich erzeugen, dass Begeisterungsfähigkeit überhaupt möglich ist, dass die Kinder begeisterungsfähig sind. Ich habe einen ganz kleinen Kerl, der war im Kindergarten, wo wirklich nichts Digitales und auch viel im Garten gespielt wird und der will jetzt Roboter erfinden in der 5. Klasse. Super, ja. Und dann kommt es in der weiterführenden Schule auch genau richtig. Da wird dann dieses Nahrung dem Kind gegeben und die Neugier kann auch dort dann erzeugt werden. Aber ich bin der tiefen Überzeugung, dass im Kindergarten kein digitales Gerät seinen Platz hat. Das möchte ich noch sagen. Die Choreografie will es so. Die Choreografie will es so, dass das unser Schlusswort wird.